Hallo ihr Lieben und willkommen zu Battlefield Hardline. Wir haben uns hier um Punkt 12 versammelt, um den Singleplayer zu Let's Playen, um da einen Blick reinzuwerfen beim neuesten Ableger der Battlefield-Reihe. Und da werfen wir mal einen ganz kurzen Blick in die Grafikeinstellung. Da habe ich nämlich alles auf das Maximum gestellt. V-Sync an natürlich und das Sichtfeld auf 100, 1080p und 60 Hertz. Ja, das neue Battlefield schlägt eine neue Richtung ein, nämlich gab es bis jetzt immer entweder den Zweiten Weltkrieg, das waren dann die Anfänge 1942 und später gab es ja auch noch einen Xbox Live Teil 1943, womit die das quasi remaked haben, ein bisschen was verändert haben. Darüber hinaus haben die sich dann neu ausgerichtet, Battlefield Bad Company 1 und 2 waren mit einigem schwarzen Humor. Vor allem die Kampagne von Bad Company 1, die hat mir richtig gut gefallen, die war richtig, richtig lustig. Und dann gab es Battlefield 3 und 4, die dann in den fiktionalen Dritten Weltkrieg gingen. Was ich dann ein bisschen ermüdend fand, denn das Szenario kennen wir jetzt schon seit 2007. Und deswegen finde ich eigentlich auch die Neuausrichtung von Battlefield Hardline cool, dass man ein bisschen in die Richtung von zum Beispiel Payday the Heist geht, und dass man das in so eine Cops vs. Robbers Setting reinpackt. Ist auf jeden Fall eine coole neue Ausrichtung, auch wenn es da auch schon Kritik gab. Die meisten redeten dann von Battlefield 4, von einem DLC von Battlefield 4. Andere sagten, das ist dann nicht mehr Battlefield. Aber ich muss sagen, ich finde die Neuausrichtung cool, zumindest den Grundgedanken. Ob das Spiel gut ist oder nicht, werden wir im Folgenden sehen. Und da würde ich sagen, ohne weitere Umschweife starten wir schon mal in die Kampagne. So, und jetzt schon mit der ein bisschen gewöhnungsbedürftiger Musik starten wir ins Spiel, in den Prolog. Und da bekommen wir schon ein paar Spieltipps eingeblendet. Ist auch nicht mehr allzu ungewöhnlich. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, was die mit dem Spiel auf die Beine gestellt haben. Visceral Games, die haben ja Dead Space gemacht zuvor. War auch ziemlich geil, vor allem der erste hat geschockt. Aber jetzt hören wir erstmal bei der Cutscene zu. Schaut euch diese herrliche Landschaft ruhig noch ein letztes Mal an, Männer. Sowas werdet ihr für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Nicholas Mendoza. Scheiße. Wenn du hier landest, hast du es wirklich richtig verkackt. Pass mal lieber auf deine Waffe auf, Deputy, bevor sie dir einer dieser Herren abnimmt. Korrupte Cops wie dich sehe ich sehr gerne in meinem Bus. Es heißt, das System funktioniert. Genieß die Fahrt, Detective. Aha, das heißt auf jeden Fall, dass wir irgendwas Böses getan haben. Der gute Nicholas. Und das erzählt alles die Vorgeschichte, klar. Drei Jahre zuvor. Okay, das sollte nicht lange dauern. Sollen wir die schnell einsacken und dann essen gehen? Okay. Ich kenne einen guten Kubaner in der Nähe. Ein Kubaner? Junge, Nick, du läufst keine Streife mehr. Da geht mehr als Bohnen mit Reis. Ernsthaft? Bohnen mit Reis? Ich bestell für dich. Ich hab eine Idee. Ich such den Laden aus, ne? Ich garantiere dir, du wirst nie wieder Matsch mit Pampe essen wollen. Mal kubanisch gegessen? Hey, diesmal gehst du voran, okay? Knallharter Zugriff. Konzentration, Zielperson finden und alle ausschalten, bevor sie zur Knarre greifen können. Ja, hab ich schon mal gemacht. Aber noch nicht mit mir. Okay, dann los. Und leg ein bisschen Bass in deine Stimme. Okay, das tun wir jetzt auch. Wir legen Bass in unsere Stimme. Klopfen an. Polizei, wir kommen rein! Ich spiele übrigens gerade mit dem Gamepad, deswegen sind die Anzeigen ein bisschen irritierend. Langsam zurück und weg Ihr von dem Tisch. Ihr habt euch die falsche Tür ausgesucht. Nimm das Ding aus meinem Gesicht. So, können wir anleuchten. Ah, scheiße, Mann. Komm schon. Ne, klick ihn Handschuhen an und dann nix wie dich.
So, und den können wir verhaften. Ja, ich spiele gerade mit dem Xbox 360 Gamepad am PC, deswegen sind die Anzeigen ein bisschen seltsam. EA, liebe Leute von EA, bitte, bitte fixen. Okay. So, dann probieren wir mal ein paar Tasten aus. Schön die Hände oben lassen und langsam umdrehen. Langsam. Ganz lang. Du machst einen riesen Fehler, Mann. Wir sind doch alle Frauen. Damit wäre der erste verhaftet und hier sehen wir auch warum. Ja, schaut euch das mal an. Das sieht nicht allzu legal aus. Jojo, wir haben ja Zeit. So, und den zweiten verhaften wir auch. Verdammte Scheiße, das weißt du ja wohl. Das ist doch ein einziger Witz hier. Morgen früh bin ich wieder draußen, Bulle. Verlass dich drauf. Ach ja? Bei dem Kuckshaufen. Oh, 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 oh. Ah, da hilft das Anleuchten auch nicht viel. Müssen wir die Waffe greifen? Oh. Was für ein Chaos hier. Das ist aber schnell eskaliert. Was war das denn bitte? Hast du die Tür nicht gesichert? Ich mach die Festnahme. Du solltest hier aufpassen. Ja, ja. Durchsuch die Leichen. Vielleicht findest du raus, was die vorhatten. So, und wenn wir von dem wegschauen, dann merken wir, dass wir seine Stimme sehr, sehr schnell nicht hören. Was ein bisschen realistisch ist, aber ein bisschen übertrieben wurde damit auch. Denn eigentlich sollten wir seine Stimme ja hören. Wir sind ja im selben Raum. Was hast du? Brieftasche, Ausweis. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nichts. Schade, dass keiner mehr zum Verhören da ist. Hey, hatte keinen Bock auf Burger, bin zum Kubaner. Der hat Hunger. Hey, stehen bleiben! Los, ihm nach! Los, los! Den hol ich mir! Okay, der hat uns doch keine nur unser Bewegung. Essen gebracht. Hände hoch! Okay, aber da gehen wir auf jeden das Fall hinterher. Macht alles so schlimmer. Scheint verdächtig zu sein. Ja, verdammt. Den Verdächtigen Steiner, folgen. Treppe runter! Los! Und er ist hier aus dem Fenster rausgesprungen und flieht in seinem Camaro-ähnlichen Fahrzeug. Bam, über das Fahrzeug sliden und jetzt nehmen wir die Verfolgung auf. Ja, wir sind am Heck, Kollegen. Und da sind wir immer noch hinter ihm her. Da kommt ein Bus. Sei ja, ja, gefährlich. Mein Gott, der könnte auch ruhig ein bisschen weniger kaputt machen, wenn er auf der Straße fahren würde. Würde das nicht passieren. Und hier auch eine Baustelle. Das kann holprig werden. Ja. Was ist denn das eigentlich im Radio eingestellt gerade? Können wir das ändern? Wir können auf jeden Fall das Auto markieren. Wir können uns ein bisschen umsehen. Aber den Song im Radio nicht umändern. Zumindest finde ich gerade die richtige Taste nicht. Okay, wir müssen den aufschalten. Aber egal, jetzt verfolgen wir den erstmal. Weicht da den anfahrenden Polizisten aus. Und unser Kollege hier, saubere Aktion. Scheiße. Autsch, und das war selbst für mich schmerzhaft. Das arme Auto. Hoffen wir mal, dass wir den Verdächtigen dann noch befragen können. Das war ja das Ziel. Den können wir jetzt verhaften. Du hast das Recht zu schweigen. Leck mich verdammt. So, den Spruch kennst du schon, ne? So, und damit herzlich willkommen zu Battlefield Hardline. Könnte aber auch sein, dass es nicht wie vermutet ein Soundbug war, sondern dass ich einfach nur die rechte Seite, die ich bei Singleplayern vom Kopfhörer immer abnehme, dass ich die gerade nicht anhatte. Und da haben die es mit dem Stereo-Effekt auf jeden Fall ein bisschen übertrieben, die Leute von EA. Aber nun gut, solange es kein Bug ist, ist es ja vollkommen in Ordnung. So, wir sind bei Episode 1. Die Schule hat begonnen. Ja, der letzte Einsatz war mächtig misslungen. Ja,
geht schon. Ein bisschen was kaputt gegangen in der Stadt, aber auch nicht so viel. So, und da sind wir jetzt bei der Hotshot-Akte. Und wir suchen Lawrence Kent. Dann würde ich mal sagen, springen wir direkt in die Mission. Nach einer Razzia in einem Overtown-Hotel gibt es 5 tote Verdächtige und eine Festnahme. Das ist diese Woche schon der 4. Zwischenfall mit Drogengewalt in Miami. Wir schalten jetzt live zu einem Sky-5-Exklusiv-Interview mit Captain Julian Dawes. Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Also kein Kommentar? Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Das ist mein Kommentar. Kein Kommentar hieße kein Kommentar. Wo zur Hölle sind alle? Im Drogenkrieg. Hab's im Fernsehen gesehen. Ein echtes 80s-Revival. Morgen ziehe ich den weißen Anzug wieder an. Bitte mit rosa T-Shirt. Stoddard, dazu kriegst du Sonderkommission. Mendoza und Dow in mein Büro. Ihr zwei kennt euch? Naja. Gut, dann seid ihr jetzt Partner. Setzen. Ja, das ging ja schnell. Mendoza, du hast mehrere Kilo Koks sichergestellt. Glückwunsch. Erklär mir mal, warum Koks gestempelt wird. Als Beweis, dass es nicht gestreckt wurde. Richtig. Den Stempel deines Kokains kennen wir noch nicht. Deinem Fang zufolge stammt es von Tyson Letchford, den Detective Dow schon gut kennt. Bringt ihn doch mal für einen kleinen Plausch her. Sir, Mendozas letzter Einsatz, bei allem Respekt, war das reinste Desaster. Ihr macht freundlich. Das schon. Sehr freundlich. Sehr freundlich von ihr. Fängt die Partnerschaft schon mal gut an. Ich habe in dem Hotelzimmer übrigens nur getan, was Stoddard wollte. Aber ja, natürlich. Keine Entschuldigung, Detective. Das ist keine, nur Kontext. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Deine Festnahmen sind nicht auf Tysons Level. Aber manchmal beschenkt er seine Ghetto-Kumpels von früher. Dann suchen wir mal einen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Hey, pass auf dich auf. Im Drogenkrieg geht's wirklich zur Sache. Ich weiß. Ich habe im letzten halben Jahr 2 Freunde verloren. Wachleute. Ja, hab davon gehört. Tut mir leid. Mir auch. Miami ist ein Drecksloch. Dann lass uns sauber machen. Das ist doch unser Job. Genau das hat Stoddard über dich gesagt. Was hat er gesagt? Dass du den Polizeijob kriegst. Hey, Officer, Officer! Ihre Windschutzscheibe ist dreckig. Ich mach das schon. Oh Mann, schon hey, wieder. Pfoten weg von der Scheibe. Okay, okay. Hey, durfte ich, naja, ich meine, durfte ich $5 kriegen? Ja, ich weiß, ich nenne mir es Schutzgeld. Tut mir leid. Nicht im Dienst. Okay, okay, kein Thema. Wünsche trotzdem alles Gute. Schön aufpassen. Arschloch! Das haben wir noch deutlich weißt gehört. Du, ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Echt? Sozialer Aufstieg, hm? Lass mich raten. Du bist vom South Beach. Nein. Nein. Los Angeles. Orange County. Oh. Sozialer Abstieg. Ja, so in etwa. Was ist los? Sicher, was mit Drogen? Durchsuchung lehne ich ab. Hinreichender Verdacht, Vollidiot, mir egal, was du ablehnst. Hey, Gooseman, wer ist denn das? Unser alter Freund Hux. Hat den ganzen Kofferraum voll mit Hotshot-Shit. Runter! Hux, wo ist dein Freund Tab? Keine Ahnung, wo Tab ist. Ah, er sucht nach Tab. Ja, weißt du was? Nein, aber sein Freund Briggs, der war mit Tabs Leuten drüben auf der 12. Danke, Gooseman. Hast mir geholfen. Sehr gut, Detective. Scheiße! Mach auf! Das ist mein Haus! Was soll ich denn machen, wenn sie mir SMS schreibt? Du bist hier aufgewachsen, aber nicht in Miami geboren, ne? Nein. Havanna. Wow, wie bist du abgehauen? Richtig ab, mit meiner Mama. Mann, Mann. Ziemlich taffe Lady. Und dein Vater? Keine Ahnung. Hab ihn seit 20 Jahren nicht gesehen.
Genau vor dem sind wir ja abgehauen. Ist er noch in Kuba? Ich nehme mal an. Er ist tot. Wäre mir aber auch egal. Hört sich ja wirklich toll an. Toll war an dem überhaupt nichts, glaub mir. Ja, der Richter hat mir keine Verfügung gegeben. Weil ich keine Rechnung habe. Ich meine, wo soll ich denn die verdammte Interessant. Rechnung Bote im Ghetto. Beziehungsweise im sozialen Brennpunkt. Scheiße! So eine Scheiße! Hey, Bay? Gibt es hier ein Problem? Das Scheißding geht nicht zu. Viel Erfolg noch. Fick dich! First World Problems. Soll ich Verstärkung rufen, Mendoza? Ja. Die Zentrale soll ein SWAT-Team schicken. So, und hier sind wir an einer Sackgasse angelangt. Komm, wenn wir mit dem Wagen anrücken, gibt es nur Ärger. Na, aussteigen, lieber Kollege. Hier 13, wir steigen aus. Die Stadt hat das Viertel abgesperrt, es gibt nur einen Eingang. So macht man die Leute nur wütend. So, und weiter geht's. Zu Fuß. Der Typ, den wir suchen, hängt hier normalerweise rum. Okay, das war nur ein Baby, was rumgeschrien hat. Ich dachte, dass da eventuell jemand gefoltert wird. Ah, dem Kleinen sollte mal jemand was zu essen geben. Oder die Windel wechseln oder schauen, was es sonst so beunruhigt. Oh, Kollege, hey, Pumper hier. Officer, pass mal eben auf mich auf. Ja? War nur Spaß, ja. Alter. Mein Body ist mein Ein und Alles. Verstehst du? Sehr gut. Kennst du dich hier sicher aus? Ja, ich war lange nicht mehr hier. Geh du voran. So, ich muss sagen, den Teil von Miami kannte ich aber auch noch nicht. Das ist an deiner Hose, Officer. Thomas, soll ich dich filzen? Ich weiß, was ich bin. Und ob du das weißt. Ruben, stopp ihm endlich das Maul. Und pack das in die Tüte. Moment, ich hab gar keine Tüte. Gar keine Tüte. Ich hab keine braune Tüte, keine Papiertüte. Ja, der Typ ist auch ein bisschen, ja, abgehoben. Durch, wie man ihn auch nennen möchte, keine Ahnung. Nimm dir ruhig eine ganze Stunde Zeit. Vorsicht! Komm schon, mach hin, zieh! Wieso hast du ein Date oder was? Die spielen Schach. Immerhin mal zwei normale Menschen, die wir hier treffen. Oh, da ein Hund, der alleine zu Hause ist und rumkläfft. Geh du vor, kennt der Typ. Na? Hab doch gesagt, das klappt. So läuft's immer bei mir, Baby. Immer und ewig, ist klar? Ist klar? Ihr habt keinen blassen Schimmer. Keiner von euch, ist klar? Ich bin euer Prophet. Ist klar? Und ich sag euch was. Ich will euch nicht überfordern. Kein von euch, Junge. So. Okay, das ist der Prophet, yo. Und wie ich verstanden habe, sollen wir ihm uns nähern und können ihm unsere Marke zeigen, um dem Verdächtigen zu sagen, dass er stehen bleiben soll. Was soll das denn? Miami PD. Wir hätten da ein paar Fragen. Yo, Detective. Wer ist das denn? Mein neuer Partner Briggs. Wir spielen böser Cop, ganz böser Cop. Dein Freund Tab. Wo steckt er? Mann, leck mich! Okay, ganz böser Cop also. Nick, schnapp ihn dir. Ja, ich würde ihn aber lieber gern tasern. Oder geht das dann gleichzeitig? Nee, leider binden wir ihn fest. Sag mir, wo Tab ist, dann bist du uns los. Ist klar. Freund und Helfer am Arsch, ey. Er chillt auf der Couch, okay? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Los, Mendoza. Irgendwann kriegen sie dich dran, yo. Ich kenn meine Rechte. Was, lässt ihn einfach hier? Ist das wirklich klug?
Nein, aber letztes Jahr wollte er einen Undercover-Cop töten. Scheiß auf den! Los, Tibbs Coach ist in den Arcola-Sozialbauten. Rest er sicher nicht lange. Er spricht auf jeden Fall denselben Slang wie Jesse Pinkman, der eine da. Und sie ist ziemlich schlagfertig. Scheiße, das sind Tibbs Leute. Die dürfen nicht wissen, dass wir da sind. Los, komm! So, unentdeckt bleiben. Ja, da hilft es aber nicht, wenn man rumjoggt. Die Aufmerksamkeit von Verdächtigen. Die Aufmerksamkeit von Verdächtigen wird auf zwei Arten angezeigt. Die Aufmerksamkeitsanzeige füllt sich, sobald ein Verdächtiger gefährlich wird. Die Sichtkegel auf der Minimap verändern sich je nach deiner Haltung. Ergibt Sinn, kennen wir auch schon. Altbekanntes Spielprinzip. Hier lang, sehr gut. Das Licht flackert. Müsste man mal austauschen. Das wirst du doch keinem erzählen, oder Partner? Weiß nicht, wovon du redest. Aha. Aber Junge. Okay, komm. So, und das Tor öffnen wir. Okay. Geh durch. Na, besten Dank. Ladies first. Der Desaster Commit, tut mir leid. Wohl eine haarige Situation. Aber du hast es geschafft. Was hältst du eigentlich von Starlight? Wir waren nur Kurzpartner. Er ist ein Elefant. Die Welt sein Porzellan. Die Stadt wirkt auf jeden Fall ziemlich belebt, auch unterwegs. War zum Beispiel eine Frau da, die ihre Tür zugemacht hat. Die wollte hiermit nichts zu tun haben. Überall hat man Musik, Stimmen. Da vorhin der Bus. Wenn uns einer sieht, was ihr bescheid. Also, was? Kein Problem, ja. Ist die mangelnde Abwehr. Also, das heißt, klar spiele ich Abwehr. Und jetzt müssen wir stealthen. Und warum gewinne ich dann bitte? Sag schon. Weißt du, was ich habe? Nee, das rätst du niemals. Was soll der Quatsch denn, Mann? Okay, dann schau ihm zu. Und hör auf zu jammern. Genau deshalb gehören deine $20 jetzt mir. Oder wirf was, um ihn abzulenken. Okay, wir können was werfen, um ihn abzulenken. Mit C. Mal schauen, welche Taste ist das? Na. Mit Select. Für alle, die auch mit dem Gamepad zocken. Ich glaube, da ist was runtergefallen. Wenn die Klima kaputt geht, gehe ich zu meiner Schwester. Na, hinlegen wollen wir uns nicht. So, und wir können die Gegner auch ablenken, aufteilen und überwältigen. Schauen wir mal. Da vorne ist es. Aber um an denen vorbeizukommen, müssen wir mindestens einen Ausschlag kriegen. Willst du sie trennen? Ja, okay. Probieren wir es mal. Mit Select werfen wir die Patronenhülse. Werfen wir mal noch eine. Und dann können wir uns den ersten auf jeden Fall greifen. Überwältigen. Und den zweiten können wir auch überwältigen. Ach, komm schon. Boah, den haben wir noch im letzten Moment überwältigt. Sonst wäre die Mission gescheitert gewesen, denn dann hätte er Alarm gemeldet. Oh, und die haben wir den auch schon entdeckt. Namen Tab, bleib hier, ich krieg dich sowieso. Wir suchen Tyson. Bist du ihr neuer Partner? Und wie ist der Karate mit ihr? Ich mach Krav Maga. Karate ist Esoterik-Scheiß. Du bist krass. Tab und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tab ist nie rausgekommen. Steh auf. Hände auf den Kopf. Hey, Tyson. Tab, wo ist er? Viele Leute suchen Tyson. Ihr wisst doch Bescheid. Er taucht ab. Die Lebenserwartung ist in der Szene gerade nicht so hoch. Wäre schön, wenn du uns sagen könntest, wie hoch genau. Nicht meine Gehaltsklasse, Fidel. Nick, nimm ihn fest. Das wurde auch Zeit.
Hallo, gibt dir mal sowas eine Abbulle? Anfangs ja, und dann wird's öde. Tab? Ich bin schockiert, Alter. Ich hab ein Rezept dafür. Es gibt einen Haftbefehl. Dein Koks versteckst du unter der Mülltonne um die Ecke. Der Kleine, der gerade abgehauen ist, vertickt es vermutlich gerade. Im Ernst, für diese Scheiße ist er viel zu jung. Und deshalb bist du wegen Drogenbesitzes dran. Kapiert? Was soll ich für euch tun? Und wir haben schon das erste Einsatzziel erfüllt. Sehr gut. Und es scheint so, als würde der Kollege jetzt mit uns kooperieren müssen. Denn wir haben ihn wegen Drogenbesitzes drangekriegt und das ist nicht so cool für ihn. Hey, passt dein Ohrstöpsel? Ja, passt. Und der Sender? Sag mal was. Herr von Stauffenberg. Hey, du Trottel. Du bist nicht von Stauffenberg und auch kein Verräter. Geh einfach rein, schau, ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. Warum machst du es da nicht einfach selbst? Nix, du Tab mit dem Scanner. So, da würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle mal gerade Halt. Denn wir haben auch unser erstes Missionsziel erfüllt. Ich gucke auch gerade auf die Uhr. Ja, wir haben schon einiges auf dem Tacho. Ja, der Einstieg war recht rasant. Mit dem Door Breach haben wir angefangen. Auch ohne Zeitlupe geht das. Und ja, der war dann erstmal nicht so actiongeladen, wurde dann aber umso cooler. Und dann mit einer coolen Verfolgungsjagd sind wir weitergegangen im Spiel. Ja, insgesamt gefällt es mir bisher ganz gut. Scheint auch ein paar Elemente zu haben, wo man Gegner beispielsweise nur fesseln kann oder so. Das wird sich wahrscheinlich später zeigen, dass man mehr Erfahrungspunkte bekommt, wenn man die nicht killt, sondern erstmal versucht, die im Nahkampf bewusstlos zu schlagen. Ist ja auch eigentlich sinnig, denn als Polizist möchte man ja auch entsprechend nicht Leute umbringen, sondern sie einfach nur kampfunfähig machen. Ja, ich würde sagen, es geht recht bald an dieser Stelle weiter. Ich werde ab jetzt täglich die Videos hochladen zu Battlefield Hardline. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal in Battlefield Hardline. Bis denne!